Die Umfrage zeigt, dass die Offenheit gegenüber Einwanderern in Deutschland gestiegen ist. So glauben heute 60% der Befragten, dass Einwanderer willkommen sind in der Bevölkerung. Vor 3 Jahren waren das nur 49%. Man muss aber auch sagen, hier gibt es eine Auseinanderentwicklung zwischen Ost und West. Im Westen sind die Werte gestiegen in den letzten 3 Jahren, im Osten eher gesunken und dort ist man zuwanderungskritischer. Ja, im Osten leben ja viel weniger Migranten als im Westen. Das bedeutet eben, dass wenn Kontakte zwischen Einheimischen und Migranten gegeben sind, dann gibt es weniger Skepsis. Natürlich ist die Zuwanderungsgeschichte im Osten auch eine andere als im Westen. Das heißt, der Osten hat viel weniger Erfahrung mit Zuwanderung. Und schließlich muss man auch noch betrachten, dass die Menschen im Osten sich zu großen Teilen noch sehr benachteiligt fühlen. Das sind noch posttraumatische Wendeerfahrungen. Auch das drückt sich eben aus im Verhältnis zu Einwanderern. Die Erwartungen an Einwanderer sind gestiegen, das kann man feststellen. Also die Bevölkerung erwartet mehr, dass sich Einwanderer besser integrieren, dass sie besser Deutsch lernen, dass sie sich sozial engagieren, dass sie sich um ein gutes Zusammenleben mit den Deutschen kümmern. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass die Ansprüche an Staat und Gesellschaft steigen, etwas für diese Integration zu tun, die Einwanderer zu unterstützen bei der Arbeitssuche, bei der Sprachförderung. Und das zeigt eben, dass wir mittlerweile ein Integrationsverständnis haben im Land, das Integration nicht mehr als Einbahnstraße sieht, sondern als ein Geben und ein Nehmen. Also insofern ist das ein Indiz dafür, dass die Einwanderungsgesellschaft in Deutschland reifer wird. Die Deutschen sind hin und her gerissen, was Einwanderung angeht. Also man sieht Vorteile, zum Beispiel ökonomische Vorteile oder auch demografische Vorteile, dass die Einwanderung der Überalterung in der Gesellschaft entgegenwirkt. Das sagen 2/3 der Bevölkerung. Aber eben man sieht auch Nachteile. Man hat die Befürchtung, dass Einwanderung zu Konflikten führt zwischen Einheimischen und Einwanderern. Das sagen auch 2/3 der Befragten, dass Einwanderung die Sozialkassen belastet und dass es Probleme in der Schule gibt zwischen Einheimischen und Einwanderern. Die Bertelsmann Stiftung verleiht in diesem Jahr den Reinhard-Mohn-Preis zum Thema faire Migration. Und Willkommenskultur ist ein wichtiges Element einer fairen Migrationsgestaltung. Das bedeutet nämlich, dass die Einwanderer im neuen Einwanderungsland Fairness bekommen, dass sie Perspektiven bekommen. Aber auch für das Einwanderungsland ist das fair, weil nämlich durch eine attraktive Willkommenskultur sie die Fachkräfte aus dem Ausland anwerben und gewinnen können, die sie brauchen. Und wir wissen, es herrscht zunehmend ein weltweiter Wettbewerb um Fachkräfte.